Oh, ich bin überladen. Warum? 81 Steine. Ich, ich habe schon Kisten gebaut. Ich pack die gleich ins Lager. Hm. Wir müssen dringend. Ich habe 8 Metall gefunden. Okay, können wir schon mal aufheben. Wir müssen auf jeden Fall Fische hier jagen. Die wehren sich wenigstens erstmal nicht. Kannst du mir ganz kurz mal entgegenkommen? Ich bin neben dir. Ja, komm mal her. Moment. Ich habe hier mal ein paar Steine hingelegt, weil mehr kann ich gerade nicht tragen. Ich kann gerade auch nicht so viel tragen. Geht das noch? Geht noch. Ja. Ja, lass mal zurückbringen. Oh mein Gott. Das ist so episch und vor allem auch mit einer völlig neuen Karte. Also ich bin völlig hin und weg. Müssen wir auch die Karte gucken. Hier sind natürlich die Obelisken zu sehen, klar. Aber, oh, da ist richtig Wüste. Oh mein Gott. Und das Lagerfeuer brennt. Eigentlich müsste dieses Lagerfeuer nicht mal Holz brauchen. Es ist einfach so warm. Da brennt die Luft. Und da die Temperatur hier 50 Grad. Es ist halt krass heiß. Es ist einfach nur heiß hier. Wir leben mitten in der Wüste. So, ich hau mal noch ein bisschen Futter hier rein, baue mal kurz die Kisten hin. Ich pack die erstmal in die Ecke, ja. Was hier? Achso, Charcoal. Ich heb die mal kurz auf. Nee, die ganze liegen, das brauchen wir nicht. Sagste! Ja, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt keine Charcoal nochmal kriegen. Was sagst du jetzt? So. Oh, hier, Kisten. Okay, cool, super. Flint, Metall. Hier ist noch eine Mütze für dich drin, rechts in der Kiste. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Klamotten. So, und ich habe jetzt schon mal meinen Hut auf. Habe ich dir deinen Hut eigentlich schon gegeben? Ich auch. Jo. Jawohl. Safari-Tour. Läuft. Wunderschön. Gut, aber hier ist echt warm. Wir müssen wieder ins Wasser. Es ist richtig warm hier. Oh Mensch, hallo. Ein kleines, süßes. Jaboa, Level 1. Das ist ja auch selten. Ja, der vorne hatte ich auch Level 1. Ich weiß nicht, ob die alle Level 1 sind. Oh, cool. Oh, oh. Das wäre ja ein komischer Zufall, wenn die alle Level 1 sind. Schwer verliebt hier. Klingt wie, ach nee, das war der Gallimimus. Ich wollte sagen, der Gallimimus klingt wie ein Gallimimus. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den Gallimimus vielleicht in die Ecke treiben und töten, denn wir brauchen Leder. Ja, das stimmt. Ein bisschen Hide. Oh mein Gott. Erstmal schwimmen gehen hier. Erstmal, ja. So, noch ein bisschen was an Holz sammeln, ne? Ja. Okay, ich gehe mal zum Paracetamol-Tierchen da vorne. Hier vorne ist nicht so heiß. Das ist ja schon mal ganz cool. Ey, ich will da rauf. Wo sieht denn das Paracetamol-Tierchen? Nach da vorne. Einfach geradezu. Okay. Du holst gerade Holz ran, ja? Ja, ich hole Holz ran. Gut, dann kümmere ich mich ein bisschen um Fische. Jo. Die paar wenigen, die hier sind. Ach nee, das ist Prokoptodon, alles klar. Ja, man muss ja hier jetzt ein bisschen auf die Umgebung achten. Man weiß ja gar nicht, was hier angeschaut wird. Oh, hier ist richtig viel Fischzeug unterwegs. Komm. Geil. Ja, dann ernähren wir uns halt erstmal nur von Fisch. Macht ja auch gar nichts. Okay. Oh, aua! Nein! Was denn? Insekten! Aua! Moment, du blödes Insekt. Komm. Lass den Fisch los. Geil, Level up. So, zerhacken. Es hängt hier irgendwo im Busch. Ah, guck mal hier, ein fetter Fisch, den können wir gleich mal direkt mitnehmen. Mm. Level 100. Nom nom cool. Nom. Ja, toter Käfer, da guckst du mal. Vielleicht bist du tot. Also, bist ja schon tot. Bist du toter? Der andere Fisch hat dir jetzt schon freiwillig das Leben genommen. Der ist direkt an Land geschwommen. Ja, besser so. So, hat er natürlich nicht überlebt, logisch. Dann müssen wir was lernen hier. Die habe ich schon gelernt. Nicht. Keule. Okay. Gut, also Klamotten kann ich auf jeden Fall gleich richtig herstellen. Ja, wir brauchen ganz dringend, wie gesagt, Dingens hier. Holz. Na, nicht nur Holz, wir brauchen das Bett. Das Bett? Ja. Moment, das kann ich aber noch nicht lernen. Na, das ist Level, weiß ich nicht, 5 oder so. Ich glaube, ich bin Level 4. Nee, ich bin Level 6. Ja, du hast einfach nicht gehuckt jetzt, glaube ich. Du hättest schon lernen können, so Boss hat den Sleep weg, ist gleich direkt ganz oben. Lass da mal den Fisch los. Bin ich jetzt blind? Hey. Da, nee. Ach da! Ach scheiße. Ja, da muss ich erst den Sleeping Bag lernen. Ja. Hab also gerade keine Punkte mehr. Noch ein Level abmachen. Ja, das sollte ja gehen hier. Ja, am besten kümmerst du dich erstmal um Klamotten. Das ist, glaube ich, wichtig am Anfang. Ja, dann machen wir das mal kurz. Hut haben wir. Wir brauchen also noch eine Menge Fiber. Bisschen Hide dann später, aber rennt noch nicht weg. Ach so, nee. Hm, den baue ich jetzt mal nicht weiter ab. Sonst kann ich gleich wieder nichts mehr tragen. So. Fiber. Diese Aussicht.
Und ich bin auch sehr gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Oh, ja. Also wie gesagt, es gibt ja auf jeden Fall einen neuen Boss, den Manticore. Das haben wir schon gesehen. Und es gibt auch noch so Wyverns, drachenähnliche andere Viecher noch, glaube ich. Und was so generell an Dinos noch gibt, bin ich mal sehr gespannt. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, recht unterhaltsam. Und das wir werden sicherlich eine ganze Menge Tode sterben. Allein schon überhaupt nicht an einem Hitzschlag zu sterben, ist schon mal eine große Kunst, glaube ich. Das ist ziemlich schwer hier. Wobei ich glaube, wird es wahrscheinlich gehen, wenn wir dann tatsächlich dann auch mal eine Behausung haben. Ja, ich meine, das ist ja dann so ein bisschen geschützt, aber trotzdem. Wir müssen halt immer dafür sorgen, dass wir Wasser in der Nähe haben. Warum ist denn der angeditscht? Na, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt auch irgendwie Klamotten gibt, die vielleicht ein bisschen mehr gegen Hitze schützen, also neue Klamotten oder so. Klimacool. Ja, die Klimaanlage hat auf jeden Fall was. Es wird eigentlich so ein Stückchen Daumen so dahin kommen. Was krabbelt denn da vorne? Sieht aus wie eine Schnecke. Gucken. Moment. Ich muss mal kurz schauen gehen. Was ist da los? Hat eine Schnecke? Ja, ich weiß nicht, das Ding sah so komisch aus. Na, vor allem, wir wissen ja noch gar nicht, was es hier so an Flugviechern gibt, also. Na, hier fliegen ja die ganze Zeit. Aha, da drüben. Ist das denn eine Fledermaus? Nee, was ist das denn? Das ist ein Geier. Ein Geier! Ach, das ist ein echter Geier. Also ein echter Geier. Nicht so ein Argentavis-Geier, sondern ein richtiger Geier. Ja, okay, alles klar. Ey, da vorne, was ist denn das für ein Tier? Krass, das sieht aus wie eine. Wie die Gas. Das ist eine Schnecke. Eine Gas, also, nee. Schnecke, die dich gleich angreift. Doch, also, nee. WTF? Das ist ein Käfer. Ein Waterjug-Bug. Water? Der sieht ja. Waterjug-Bug. Kann man bestimmt töten. Hier ist auch der Geier. Ich will da nicht raufhauen. Ich muss erstmal ins Wasser. Ich hab Lust. Der hat irgendwas mit Water im Namen. Das ist doch vielleicht. Weiß er nicht. Können wir vielleicht so ein Schneckengehäuse irgendwas machen? Hm. Da ist der Geier. Ich kann mir vorstellen, dass der böse ist. Ah, hier ist der Geier, ja. Im Busch. Ja, ja, ich dehydriere. Ist doch okay. Schnell ins Wasser. Schneller. Oh. Oh, Glück gehabt. Noch angekommen. Was brauche ich denn? Ich brauche ganz viel Holz. So. Zwei Shirts sind schon mal fertig. Ich packe erstmal die Rohstoffe rein, falls irgendwas sein sollte, dass wir nicht irgendwie die verlieren. Ja. Mal hier die Pflanzen mitnehmen. Ist das eine Affenmütze hier? Ja, also das wird, glaube ich, eine große Herausforderung in diesem Spiel, einfach nicht zu verglühen. Oder nicht zu verdursten. Oder beides. Ums Essen mache ich mir gar nicht so die Sorgen, weil hier gibt es so viele Sträucher, die halt Beeren haben, tonnenweise. Das ist eher wirklich so wegen dem Wasser. Ja, ich mache mir eher Sorgen, dass das Holz nicht reicht. Ja, aber dann müssen wir einfach nur mal weiterlaufen. Ja, so an dem T-Rex vorbei oder so. Ja, klar. Ich sehe da jetzt keinen Problem. Der Geier ist da hinten bei unserem Lagerfeuer gewesen. Ja, da bin ich auch gerade. Aber der hat dir nichts getan, oder? Weiß ich nicht. Also ich war jetzt nicht direkt in der Nähe. Und wenn er kommen soll, der kriegt halt aufs Maul. So einfach ist das. Jo. So. Schon mal ein Höschen. Wir sollten vielleicht zusehen, dass wir relativ zügig Mörser und Stößel rankriegen, denn wir können Spark Powder gut gebrauchen. Ja, als willst Brennmaterial. Du dann vielleicht das Bett leeren? Oder ich habe keine Punkte. Punkte. Okay. Ich habe alles in die Holzstrukturen investiert. Wir stehen hier im Schatten von diesem Berg und es ist nichts, ey. Es ist eine Affenhitze. Ja. Also im Schatten ist es echt richtig warm. Ah, ich brauche noch mehr Fiber. Und in der strahlenden Sonne hier direkt nur mit den Fußspitzen auf nasser Erde, da ist gar nichts. Nicht mal überhaupt ein Hitzesymbol. Ja. 24 Grad. Oh, ah, hallo. 7 Fiber noch. Oh, ich freue mich schon drauf rauszufinden, wer hier was von uns will und wer nicht, was alles garstig ist, was man töten kann. Wahrscheinlich ist viel mehr garstig, als wir gerade denken. Mhm, ich glaube auch. Bisher hat man Glück. So. Die üblichen Verdächtigen kennen wir ja schon, so Raptoren und anderes Gedönse. Ja. Wölfe, Säbelzahntiger, Terrorbird. Hallo, die geben bestimmt auch Leder, Mann. Das ist ein bisschen brutal, die zu töten. So, ich komme gleich mal zurück, weil dann kann ich dir auch eine Keule geben. Oh, die sind voll süß. Die will ich nicht töten. Nee, die machen wir nicht kaputt. Auch wenn die Leder haben, bestimmt. Holen wir uns jetzt Haustier. Das kann ich nicht. Also hier gibt es auf jeden Fall tonnenweise Kängurus. Die Frage ist halt, wo zum Henker kriege ich mir hier Leder her, wenn wir. Ach, da vorne ist diese komische Schnecke, die du gemeint hast. Ja.
so eine blau, also blaues Häuschen hinten. Wenn das eine Schnecke, also eigentlich nicht, das spielt ja mit Bug. Da ist der Raptor, oh Gott. Beim Lagerfeuer, also nicht direkt beim Lagerfeuer, aber ich sehe ihn. Und der kümmert sich gerade um den Gallimimus. Bist du bewaffnet? Bist du am... Nee, ich habe einen Holzspeer. Oh, scheiße. Hier. Komm bitte nicht. Water. Der ist nur Level 1. Komm, wir mal kalt hier, ey. Och, der fliegt. Bleib hier. Warum kann der denn fliegen? Ja, weil das kann. Merkst du doch. So, das kommt da rein. Ah, verdammt. Er fliegt der weg. Der Raptor ist wegen an mir vorbeigelaufen. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie... Also nee, dem nächsten Mal was zum Schießen. Eine Steinschleuder oder sowas. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Schnell mal hier was essen. 46 Grad ist doch nicht wahr. Es ist ziemlich warm. Was rennt denn da so angestochen rum da bei unserem Lager? Was ist denn das? Ach, die jagen gerade den Raptor. Ja, und ich hoffe, sie machen ihn einfach völlig entspannt kaputt. Ja, dann können wir nicht wiederholen. Ich hab für dich hier in der Truhe was drin, ne? Ja, ich komme gleich zurück. Der Sand ist aber auch ganz schön schwer. Komm, die Seeds. Ich heb sie jetzt einfach mal kurz auf. Mist, muss zurückkommen. Oh, hallo. Ist der Raptor tot? Ich glaube schon. Und da ist ein grüner Airdrop. Den können wir mitnehmen. Obwohl, und der ist Level 15, glaube ich, oder? Echt? Oh, ich weiß es nicht. Oh, Hide and Fiber für so ein Wasserschlauch. Oh mein Gott, der T-Rex ist frei. Nein, oder? Warum? Also wir haben ja echt eine gute Stelle. Klasse, wirklich klasse. Aber der rennt ja hier noch nicht rum. Da siehst du gerade zu. Na, jetzt frisst er, glaube ich, gerade irgendwas. Also ich sehe ihn gerade nicht. Einfach so ein Stück links dahin. Jetzt, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh Gott, scheiße. Ich glaube, wollen wir mal kurz weg? Nee, der kommt jetzt einfach nicht her. Das sagst du. Wo ist denn der Raptor? Wir brauchen das Leder. Ich glaube, der ist tot. Ja, wo ist denn der? Weiß nicht. Muss er irgendwo hier rumliegen? Wobei, die Viecher rennen schon wieder. Da vorne, warte mal. Ich glaube, die zerlegen den immer noch. Die kämpfen immer noch. Ja, die kämpfen noch. Also ist mir egal, was... Scheiße, und ich glaube, das Ding verliert. Glaube ich nicht. Hallo, guck dir bitte an, wie es blutet. Oh, komm mal weg da, komm mal weg da, komm mal weg da. Der kommt hinterher. Oh mein Gott. Ja, dann mal weg. Oh shit, und dann ist der T-Rex. Ja, also beide Richtungen sind nicht so ideal. Ach, die kämpfen noch. Spannend. Sind das auch nur so harmlose Pflanzenfresser, die nichts können hier, sag mal? Ich weiß es nicht. Guck, der eins ist schon down. Oh, die kämpfen zu zweit gegen den Raptor, oder? Ja, der Raptor ist Level 120, oder keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist es gleich so ein Mega-Raptor. Ach, die Geier kommen auch gerade, die fressen gerade. Scheiße, ein Königreich von Fernglas. So, also irgendwie... Aber die kämpfen gerade gegen den Geier, ja, sehr schön. Komm mal weg da, komm weg da. Gar nicht so genau hingucken. Nee, das ist keine gute Idee. Was ist denn da hinten? Nee, noch ein Verkopf, oder? Wir brauchen dringend Holz, wir brauchen Holz ohne Ende. Ach Mann, ey, falsche Seite. Ja, hier ist aber gerade nichts mehr. Hier ist nicht so richtig. Ich glaube, da vorne kommt auch garstiges Getier. Das Doofe ist halt, man sollte sich nicht so weit vom Wasser entfernen, weil man hier einfach so schnell das Wasser verbraucht. Mal meine Belegung hier kurz anpassen. Hast du ein Level Up oder so? Nee, noch nicht. Ich mach mal das Feuer aus. Wir brauchen das Holz. Wir können das hier nicht verbrennen. Ja. Das geht so nicht. Also ich hoffe einfach, dass hier jetzt nichts Garstiges kommt. Und ich wenigstens ein bisschen Holz abbauen kann. Oh, ich baue wenigstens mal eine Foundation, damit wir überhaupt irgendwas haben. Oh, super, ey. 7 Holz und dann war der Baum kaputt. Na, es kommt auch nicht so viel raus. Das ist mir schon aufgefallen. Ich stehe auf dem Schwanz von so einem Tier. Lustig. Es trägt mich. Ey, na hallo, du musst ja nicht so drängeln. So, ich will hier hoch, dann geht's nicht lang. Boah, hier geht's nirgends lang. Okay, hier sind noch ein paar Bäume. Oh, und da sind richtig tote Bäume. Krass, das sieht ja auch wieder richtig gut aus hier. Und wer, da kommt was angesprungen. Wahrscheinlich kommt gleich ein Säbelzahntiger und Skorpion oder weiß ich nicht, irgendwas angerannt. Ja. 20 Holz.
So. Und noch ein bisschen mehr Holz. Okay, sehr schön. Müsste eigentlich soweit passen. Wobei ich gerade überlegen bin... ach nee, der Felsen muss weg. Schade. Oh nein. Was? Keine Ausdauer. Kennen wir ja. Ist ja irgendwie immer das Gleiche. So, mal schnell was essen. Also mal schauen, was aus den toten Bäumen rauskommt. Ja. Muss einfach mal gucken, dass wir irgendwie... Huch, meine Spitzhacke ist kaputt. Ja, dass wir irgendwie was gejagt kriegen, was Leder hat. Wir brauchen ganz, ganz dringend Betten. Ja. Nein, kaputt. Was fehlt? Flint! Wieso habe ich jetzt keinen Flint mit? Ey. Hä? Kann ich den gar nicht kaputt machen? Ein unkaputtbarer Stein. Uiuiui. Jo. Auf jeden Fall richtig genial. Ja, und das ich macht bin auch jetzt sehr, schon richtig Spaß. Ja, ich bin sehr gespannt, was man aus dem Sand machen kann. Also ich glaube, da stand irgendwie, kann man halt für die Herstellung von Clay nehmen, aber was man da am Ende noch so draus bastelt. Ja, mal gucken, irgendwas werden wir schon hinkriegen. Ja, das reichen. So, Ausdauer. Der T-Rex steht da hinten immer noch rum, glaube ich. Oh ja, da guckt er über die Felsen sieht drüber. Sieht so schick aus hier. So. So, mal aufstehen. Erstmal kurz planschen gehen. Eine sehr gute Idee. Ich komme auch gleich wieder zurück. Ich kann eh nicht so viel tragen. Ein bisschen Holz habe ich jetzt. Ich glaube, also die Geier sind, glaube ich, nicht aggro. Zumindest hat er mich nie angegriffen. Besser ist, sag ich dir. Besser aber die ist. Werden natürlich, wenn wir irgendwas töten, dann werden die natürlich aggro. Und fressen das Dings, ein Känguru. Dann fressen die natürlich das Fleisch auf, logischerweise. Ja. Also müssen wir Erster sein. Oh, dieser T-Rex da drüben, ey. Der macht mich nicht glücklich. Aus so einem Baum kommt jetzt auch nicht so viel raus, ne? So. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir hinten den einen kaputt machen, der schon so angeschlagen ist. Ob wir das hinkriegen? Ich weiß nicht, was der kann und was für ein Level der hat. Oh, wollen wir das einfach ausprobieren? Aber wenn der noch lebt, dann muss der Raptor ja tot sein. Ich weiß nicht. Ich schleiche mich mal kurz ran. Level 44. Ja, dann, wenn der noch lebt, dann muss der Raptor kaputt sein, weil die haben davon beide gegen den Raptor gekämpft. Ja. Und der ist krass verletzt auf jeden Fall. Ja, dann guck doch mal, ob du irgendwas findest. Ja, ich muss mal kurz ausladen. 20 Holz. Holz in Natur, 83 Stück jetzt. Ja, das ist nicht viel. Ja, aber besser als gar nichts. Das stimmt. So. Das ist der Geier. Ich guck mal ganz kurz wegen dem grünen Erdbob hier. Aber wahrscheinlich wirklich Level 15er. Ja, Level 15. Noch ist keine Leiche zu sehen. Oh, da ist ein Säbelzahntiger. Nee. Da gehe ich nicht weiter. Also ich bin jetzt ein Stück weiter oben hier. Bei den toten Bäumen, also rechts am Berglang vorbeigelaufen, da ist im Schatten ist relativ kühl. Da sind nur 29 Grad. So, warte mal, was ist denn hier noch für ein Tier? Der Gallimimus, der hängt da dran. Soll ich es mal probieren mit dem Gallimimus? Der greift mich doch nicht an, oder? Ja, du musst den halt nur gegen die Felsen locken oder schubsen. Ja, der hängt hier voll. Ach komm, bleib einfach da. Ey, nicht wegrennen. Genau, schöner, sehr schön. Gallimimus ist kaputt. Hast du den Säbelzahn gesehen? Weiter durch, wenn man da weiter durchläuft. Ja, weil da oben zum Beispiel ist relativ kühl. Also direkt bei uns drüben ist ja eine Affenhitze. Unter dem Felsen. So, wir haben echt einiges an Hide bekommen. 29 Stück. Na, das reicht leider noch nicht für ein Bett. Wie viel brauchen wir? 30? 40, glaube ich sogar. 40? Der T-Rex. Der da? Ich sehe ihn. Deutlich. Aber der ist doch okay, wenn er da hinten ist. Also, naja. Was für dich hier okay ist. Erstmal vor Angst ins Wasser kacken.
erstmal hier ins Wasser springen und wieder mal abkühlen. Oh, ein Talbot. Ist ja sehr schön, dass er hier im Wasser liegt. Ja. Na, wir können ja Rentorich noch so ein Gallimimus jagen. Ja. Wenn die ein geringes Level haben, dann geht das auch recht gut. Ich glaube, Level ist egal, die tun uns ja nichts. Ich packe erstmal Holz in die Kiste. Dann müssen wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir nochmal umdisponieren mit umziehen. Also, weil hier ist halt echt so warm. Ja. Irgendwo in ein schattiges Eckchen. Andere Seite vom See halt. Zum T-Rex? Nee. Direkt bei den Felsen, bei den großen. Achso. Auf welches Vieh hast du vorhin raufgehauen? Auf so ein... Auf so ein Waterbug. Aber der ist weggeflogen. Komm her, nee. Bleib mal hier. Bleib hier geblieben. Nein, aus. Oh, und da geht der Speer kaputt, na klar. Ah, verdammt, falsche Richtung. Na, egal. Ach. Komm doch wieder. Auch die Kleinen sind so süß. Hey, bleib stehen. Jerboa, aber die sind alle nur Level 1. Oh, Level up. Sehr schön. Na, ey, krass, da geht schon wieder der Speer kaputt. Oh, ja, bleib hier. Ja, you killed a oil jug bug. Ach, das war gar kein water bug. Das war ein oil jug bug. Ja, dann mal direkt auseinander pflücken und mal gucken, was wir rauskriegen. Mach ich. Da hängt er. Ja, ich nehme erstmal die Spitzhacke. Boah, selbst im normalen Lauftempo kommst du in so ein Ganinus nicht hier her. Hier so blöde im Chitin. Jedenfalls nicht so, dass du überholen kannst. Level 104, okay, Level 104 lasse ich mal lieber in Ruhe. Der tut mir zwar nichts, aber bis ich den tot habe, dauert ja 100 Jahre. Ja, da kam jetzt nur Chitin raus und ein bisschen Fleisch. Ah, schade. Ja, wie gesagt, hier gerade drüben, dieser Felsvorsprung da, also beziehungsweise ein Felsvorsprung hier, dieses Felsplateau. Windfiber. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Da ist nämlich, also direkt in der Nähe ist es nämlich nicht so warm. Hier ist ja direkt, also wir sind ja, glaube ich, hier direkt links neben uns ist ja die Wüste, die richtige Wüste. 41 Grad, ey, das hältst du nicht aus. Hot. Einfach nur hot. Naja, gut, dann würde ich sagen, bauen wir da drüben irgendwie. Oder versuchen es zumindest. Ja. Und sobald wir ein Bett haben, können wir uns auch mal ein bisschen an andere Viecher rantrauen. Ja, dann können wir wenigstens respawnen. Aber so. Ich muss mir erstmal genug Zeug suchen, um mir neue Speere zu bauen. Oh, ein Waterdings. Ja, boah, hier sind zwei, das bringt gleich noch was um. Oder? Ja, komm. So. Huch, nee, nicht die Keule. Also hast du eigentlich auch die Keule mit? Ich hab gar nichts mit, ich hab nur einen Speer mit. Wäre natürlich auf jeden Fall auch richtig viele Erkundungstouren dann starten von hier aus. Bin auch sehr gespannt, was uns erwartet. Zu groß, also scheint die Karte nicht zu sein, aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir müssen sie erst. Ich glaube schon, dass es hier echt tödlich ist. Und ein unbedachter Schritt und schon ist man ja Geschichte. Entweder ist man verdammt. Oh! Nein, ein Seebizarran! Scheiße! Lauf! Ist hier irgendwas, was ihn ablenken kann? Ja, das Viech da. Kommt her! Los, helft mir! Ihr wollt mir helfen! Bitte! Okay, er ist nicht mehr da. Doch, er ist noch da. Da ist noch ein T-Rex. Oh mein Gott. Ey. Warum gibt's denn hier so viele T-Rex? So, okay. Ich glaube, sie lassen sich drauf ein. Ich glaube, das sind gut verbündet. Mal kurz gucken. Nee, noch nicht. Was fehlt mir denn jetzt hier noch? What? Ich hoffe, die. Oh mein Gott, ein Säbelzahntiger. Sag mal, noch einer? Ist es der andere? Shit. Wahrscheinlich. Komm mal hierher, du. Komm mal. Weißt oh mein Gott. Bin? Nee, weißt du wahrscheinlich nicht. Nee, ich komme hier auch gar nicht hin. Oh mein Gott. Hier, guck mal hier. Freunde, hier. Ja, das ist aber richtig gut. Die gehen da echt schnell drauf los. Ja, das Problem ist, ich brauche... Nein, ich... Oh ja, mach... Ja, kämpft wahrscheinlich. Die machen das, ne? Läuft. Oh mein Gott. Aufregend. Einfach nur aufregend. Hier liegt ein Gallimimus eigentlich. Lass es mal liegen. Ja. Wäre jetzt eine echt beschissene Idee. Mann, wir brauchen noch mehr Holz. Ich wollte gerade Holz holen gehen, aber das war gerade eine echt schlechte Idee. Dann kannst du auf die Karte gucken. Ich meine, hier muss es doch auch so eine Art Küste geben, oder nicht? Oder ist es einfach nur außenrum alles Wüste und man kommt da gar nicht mehr durch, oder was? Ich weiß es nicht. Wir werden das noch rausfinden, wenn wir erstmal so ein bisschen hier Fuß gefasst haben. Ich glaube, die haben den Säbelzahn zerlatscht. Dann muss der hier irgendwo sein. Ja, da rechts, genau an der Stelle, war ich nämlich auch gerade.
Also eigentlich, das war doch hier irgendwo. Na, ich glaube noch ein Stück weiter. Ja, es war hier irgendwo. Leutchen! Boah, ey, eine Riesentour gemacht, hier gerade mal 49 Holz zurückgeholt. Mhm. Das ist nicht viel. So, das ist der, der ein bisschen angeknabbert ist, aber hier ist halt auch so ein blöder Geier. Oh, da liegt ein... Was ist das? Eine andere Pflanze? Moment. Ach, Silk. Silk, wie geil. Seide. Richtig cool. Oh, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann jetzt gerade nicht gucken, was mich da getroffen hat. Au! Oh nein, nicht ernsthaft, oder? Einfach mal auf. Eine Vulture? Naja, das ist dieser Geier. Warum? Oder T-Rex rennt frei rum. Ja. Oh mein Gott, der kommt jetzt. Das ist natürlich jetzt super schade. Habe ich das Richtige gewählt? Verdammt. Ich glaube, du hast das Falsche gewählt. Nee, das ist noch richtig. Da vorne sehe ich gerade Punkte hochploppen. Was siehst du? Punkte. Also Schadenspunkte habe ich gerade gesehen. 28 Schaden. Ich glaube, die hauen noch irgendwo rauf. Eigentlich dürfte ich das nicht sehen. Keine Ahnung. Ja, nimm mal den Raptor mit, renn mal weg hier. Aber scheiße, genau an die Stelle wollte ich eigentlich Holz holen. Ich muss mal gucken, wo meine Leiche ist. Also der hat ja krass geblutet. Da vorne ist mein Rucksack. Oh, den könnte man aber umlegen hier. Es sei denn, dann kommen seine Kumpels. Wo ist denn der hier? Das lässt sich so blöd beschreiben hier. Richtung tote Bäume. Der T-Rex steht rechts am Wasser übrigens. Richtung tote Bäume. Okay, dann weiß ich ungefähr, wo es hingeht. So grob. Das Zeug hier anziehen. Mein Hut. Ach nee, das ist er gar nicht. Warum ist denn dieser blöde Geier auf mich losgegangen? Hat der ein Problem damit, dass ich hier Silk eingesammelt habe? Da ist was Totes! Oh mein Gott, hallo Raptor. So. Ach, 7 halt. Also ich bin jetzt bei den Kakteen ähnlichen Dingern hier. Der Raptor-Stress, der muss ein hohes Level haben. Bei den Kakteen ähnlichen Dingern? Kann hier abbauen. Satch kriegt man da raus. Kaktus-Sap. Wofür auch immer. Kakteen-ähnliche Dinge. Wo ist denn der Felsen, von dem wir die ganze Zeit reden? Also hier ist diese Felsformation, ne? So diese. Nein, der neue. Der neue. Du bist ganz andere Seite. Du bist ja direkt bei unserer Hütte. Ja, na viel weiter wollte ich ja nicht weg. Ach, da. Du meinst also quasi den total angeschlagenen, der direkt neben den T-Rex steht. Was? Oder meinst du einen anderen? Also hier bei mir, wo ich stand, da war weil halt der da drüben, weil der da drüben, der ist doch fast tot hier. Der ist tot. Ja, das der ist aber ein anderer. Der wurde vom Raptor gefressen. Ja, das ist ein anderer. Ja, was ist das für ein Hardcore-Raptor, ey? Ein Alpha, der nicht leuchtet, ich weiß es nicht. Nee, nee. Also ich bin jetzt wieder bei unserem Lager. So, was ist denn hier los? Oh, Level 56, lieber nicht. Bei unserem Lager. Ja, ich komme zurück. Ich muss erstmal neue Speere bauen. Ich habe noch nichts gesehen, was hier total blutet. Ja, ich glaube, der hat sich wieder so ein bisschen erholt. Hier ist noch ein Gallimimus am Stein. Aber hast du noch einen Speer? Ich habe nämlich nur den einen. Naja, ich habe 2. Also möglicherweise reicht's aus. Ey. Na super, gleich 2-mal zugestochen und beide kaputt. Also du hast echt einen Schund gebaut hier. Ja, ich sag ja, ist irgendwie voll blöd. Was ist da vorne? Guck mal, das ist ein Ruin, irgendein altes Bauwerk. Oh, da ist schon wieder ein Raptor. Meine Fresse, was machen die ganzen Raptoren? Wir wahrscheinlich bauen... ist es noch der gleiche von vorhin. Die haben nur aufgegeben, die haben sich geeinigt, dass sie sich nicht mehr angreifen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Hide für ein Bett. Mhm. Ich pack's mal drüben in die Kiste. Ah, ich muss erstmal nochmal ans Wasser. Ich brauche dringend Level 10, ey. Wir brauchen Spike Blockades. Oder warte mal, hast du alles mit für ein Bett? Nee, ich hab gar nichts mit. Dann jetzt bitte zur Kiste ein Bett bauen. Der Raptor ist da, wir müssen weg. Der ist leider zu nah. Der ist direkt bei unserem Haus. Ja, scheiße. Also, naja, Unterschlupf. Ja, komm! Mit dem Prokoptodon jetzt! Ich hab nicht mal einen Speer da hier. Da hinten der T-Rex. Ich hab auch nix. Genau, ist erstmal was. So, Level Up, was gebe ich mir denn jetzt hier?